Ja, herzlich willkommen in diesem Video. Schön, dass du dabei bist. Und wenn du dir das Video jetzt hier anschaust, dann ja, wirst du vielleicht vor der Frage stehen, ob du dich selbstständig machen sollst und wenn ja, ob das auch ohne Eigenkapital geht. Und ja, zu Beginn gleich die Antwort drauf, ja, ist möglich. Da gibt es natürlich ja, verschiedene Wege, die du machen kannst. Ja, und im Gegensatz zu einer klassischen Herangehensweise, wenn du dich selbstständig machst, da brauchst du ja zunächst mal erstmal eine profitable Business-Idee. Du brauchst Eigenkapital in der Regel, ja, zusätzlichen konkreten Businessplan, um notwendiges Fremdkapital bei Banken und Investoren, ja, erhalten zu können. Und ja, dann stehen natürlich auch noch bei einer Firmengründung so Fragen im Raum, wie welche Rechtsform wähle ich aus? Welche Tätigkeiten fallen dann an? Ja, welche davon will ich selbst ausführen? Welche will ich lieber auslagern? Mache ich den Jahresabschluss, die Buchhaltung selber oder ja, gebe ich das an einen Fachmann ab? Und ja, oder mache es halt eben selber, um mir die Investitionen zu sparen? Das sind alles so Überlegungen im Vorfeld und da solltest du dir einfach einen groben Überblick verschaffen. Wie bist du aufgestellt? Hast du Eigenkapital? Wenn nicht, ja, wie willst du das notwendige Kapital dann ja, beschaffen? Aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Situation bist, wenn du kein Eigenkapital investieren willst oder du schlichtweg einfach kein Eigenkapital hast, dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, über die du nachdenken kannst. Und ja, und ich möchte dann zum Schluss gerne noch meine bevorzugten Wege ja, mit auf den Weg geben, ja, wo ich einfach der Meinung bin, dass für jeden, der sich selbstständig machen will, ja, dass es ja zu Beginn die geeigneten Wege dann auch sind. Okay, welche Möglichkeiten hast du denn jetzt, dich aber ohne, ich sag mal, Eigenkapital selbstständig zu machen? Natürlich erstens mal, wenn du ein eigenes Produkt an den Start bringen willst, dann ist natürlich das Thema Fremdkapital da. Du kannst natürlich dann schauen, dass du dir Fremdkapital besorgst, zum Beispiel, indem du ein Darlehen bei einer Bank aufnimmst. Und gerade hier bietet zum Beispiel die KfW ja eine gute Plattform, wo du im Prinzip, gerade wenn du Gründer bist, ja, dich einfach auch mal umsehen kannst. Es gibt hier so einen sogenannten Produktfinder, ja, und der führt dich anhand von Fragen eben dann zum idealen Produkt. Also ja, sehr einfach gemacht. Hier wirst du dann ja auch schon die ersten Programme dann finden können, die ja auf dich und dein Unternehmen zutreffen. Ein anderer Weg ist dann unter anderem das Thema Crowdfunding. Beim Crowdfunding ist es im Prinzip einfach so, dass du, ja, das ist auch eine Art der Fremdfinanzierung. Ja, du leihst dir halt kein Geld von einer Bank, sondern es ist in der Regel eine Gruppe von mehreren Menschen, Personen, die ihr Geld eben in dein Projekt investieren. Und das ja, geschieht dann so meistens in Form von einer stillen Beteiligung. Ja, und ja, das heißt, die Gruppe von Menschen, die finanziert dann im Prinzip dein Projekt mit. Ja, auch hier gibt es Plattformen in dem Bereich, wo quasi ja, Anbieter und die Mittelgeber, so will ich es jetzt mal nennen, dann auch zusammenbringt. Eins davon ist zum Beispiel Kickstarter.com, was da auch sehr führend in diesem Bereich dann halt auch ist. Und natürlich dann die dritte Möglichkeit in diesem Bereich ist klassisch, dass du einfach ja mal mit deiner Bank, mit deiner Hausbank sprichst und ihr dort eben nach einer Möglichkeit sucht. Das zweite Möglichkeit, die du machen kannst, ist das Thema Franchising. Ja, das ist eine weitere Möglichkeit. Es gibt viele Franchise-Systeme auf dem Markt. Das bekannteste hier in Deutschland dürfte wohl ja ohne Zweifel dann McDonald's sein. Bei Franchise-Systemen gibt es immer so zwei Lager. Bei den einen ist es so, dass die von ihren Franchise-Partnern zum einen Lizenzgebühren verlangen, die erwarten aber auch, dass man zum Beispiel eine einmalige Investition tätigen muss. Das heißt, man muss dann im Prinzip diese Lizenz erst kaufen. Gegebenenfalls muss auch noch Eigenkapital mit eingebracht werden, ja. Und dann gibt es wiederum andere Franchise-Unternehmen, denen genügt einfach nur die Lizenzgebühr und eine Beteiligung an den Umsätzen.
Der Vorteil, wenn du ja diese Art der Selbstständigkeit wählst, ist natürlich, dass du das Rad nicht erst neu erfinden musst, sondern du kriegst ein vorgegebenes Konzept, was nachweislich funktioniert. Ja, der Nachteil ist allerdings, dass dieses Konzept halt auch sehr straff ist und du dich halt ganz genau auch an die Vorgaben halten musst. Dafür hast du natürlich Unterstützung beim Marketing. Ja, die Unternehmen wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und ja, so kannst du eben, ich sag mal, mit einem geringeren Risiko starten. Allerdings, wie gesagt, je nachdem kann es natürlich auch sein, dass du aber auch erst hier erstmal ja, eine gewisse Investition dann halt tätigen musst. Und auch hier gibt es eine Plattform, die nennt sich franchiseportal.de. Und hier findest du zum Beispiel ja schon mal Ideen für Franchise ja, Systeme, ja, und ja, siehst auch, was hier an Eigenkapital gebraucht wird. Und wie gesagt, hier gibt es halt welche mit und ohne Eigenkapital. Jetzt kommen wir zu den zwei Möglichkeiten, die ich in diesem Fall immer empfehle, ja, oder die ich eigentlich grundsätzlich empfehle, weil es einfach auch meine zwei favorisierten Wege sind. Eine Möglichkeit ist halt der Start, dass du zum Start ist, dass du einfach ein Online-Business dir aufbaust. Ja, hier ist einfach so, vor vielen Jahren musste man noch ja, sich super gut mit Technik und Programmierkenntnissen auskennen, aber heute gibt es im Prinzip für jeden Aufgabenbereich, was hier anfällt, gibt es Tools, die einem ja das Umsetzen und die Anwendung sehr, sehr leicht machen. Und deswegen gibt es eigentlich mittlerweile auch überhaupt keinen Grund mehr, nicht über ein Online-Business nachzudenken. Selbst wenn man jetzt vielleicht schon sogar ein Business hat, kann man durchaus auch überlegen, welche Wege man dazu gehen kann, das Ganze auch online zu bringen. Es gibt allerdings ist hier halt eine Gefahr, weil es gibt halt super viele gute Tools am Markt, die dir, ich sag mal, den Start im Online-Marketing oder im Online-Business erleichtern. Aber am Anfang ist halt so die Herausforderung herauszufinden, welches ist das Richtige. Hier nur so eine kleine Empfehlung am Rande. Wenn du dir sehr viel Zeit, sehr viel Geld sparen willst, dann empfehle ich dir Bilderorlich. Mach dir den Link einfach unterhalb in die Shownotes beziehungsweise halt in die Beschreibung. Ja, Bilderorlich ist im Prinzip ein All-in-One-Tool, ja, wo du im Prinzip nahezu alle Tools, was du für dein erfolgreiches Online-Business brauchst, integriert sind, ob das jetzt ein eigener Blog ist, Webinare, ob es ein eigener Autoresponder ist, ob es Landingpage-Bilder sind, ob du dort drüber deine eigenen Verkaufsseiten machst, wie auch immer. Es gibt je nach Paket, was du dort auswählst, super viele Funktionen. Und das für wirklich eine sehr, sehr schmale Mark. Ich mache dir den Link unterhalb in die Shownotes, kannst du dir einfach mal dann auch angucken. Und falls du noch keine Idee für ein Business hast, kannst du sogar mit diesem Tool dein eigenes Business starten. Auch hier mache ich dann einfach mal den Link unterhalb des Videos in die Textbeschreibung. Meine favorisierte Möglichkeit ist allerdings Network Marketing, Strukturvertrieb. Das ist mein Lieblingsweg, der sich auch ganz hervorragend mit dem dritten Punkt kombinieren lässt, mit dem Thema Online-Marketing, Online-Business. Und egal, ob du jetzt aber online oder offline arbeiten willst, ist Network Marketing aus meiner Sicht einfach die beste Wahl, ja, sich selbstständig zu machen und sich quasi ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Network Marketing hat super viele Vorteile, ja. Zum Beispiel wie beim Franchise-Unternehmen greifst du auch bereits, ja, ich sag mal, getestete und funktionierende Produkte halt zurück. Du hast eine Company, ein Unternehmen an deiner Seite, welche dir genau zeigt, wie du die Produkte und Dienstleistungen eben halt am besten verkaufen kannst. Und dadurch kannst du dich halt voll und ganz eben halt auf das konzentrieren, was dir Geld bringt, nämlich das Marketing. Zusätzlich kannst du halt hier auch neue Mitarbeiter, neue Vertriebspartner für das Unternehmen rekrutieren und wirst dann halt eben an den Verkäufen und Umsätzen der Partner dann eben auch beteiligt. Das heißt, du kannst ja dann auch hier langfristig ein zusätzliches, ja, passives Einkommen aufbauen, was halt eben auch dann noch fließt, wenn du jetzt mal gerade nicht arbeitest, im Urlaub bist, etc.
Ja, in dieser Vertriebsform ist es dann halt so, dass du super geringe Investitionen hast. In meinem Unternehmen ist es sogar so, dass du Kurs komplett kostenlos starten kannst. Du stellst deinen eigenen Strom- und Gasvertrag um. Ja, kannst es umstellen auf dich. Sparst für dich im Bereich Energie bares Geld ein. Und das heißt, du hast nicht nur du hast keine Investitionskosten, sondern im Normalfall sparst du halt eben auch noch Geld dabei. Und besser geht's halt einfach nicht. Ja. Falls dich das auch näher interessiert und mehr Infos willst, mache ich dir halt ebenfalls den Link in die Beschreibung rein. Natürlich gibt es bei uns auch jede Menge Unterstützung, Ausbildung etc. Genau. Ja, weitere Vorteile, also das wird jetzt eigentlich auf alle Vorteile einzugehen, wird auch den Rahmen des Videos jetzt hier ein bisschen sprengen. Deswegen, ich verlinke dir auch unterhalb des Videos, mache ich dir einen Link rein, wo du weitere Informationen zum Thema Network Marketing finden kannst. Ich habe da auf meinem Blog super viele Blogartikel erstellt und den Link mache ich dir eben halt auch unterhalb in die Textbeschreibung rein. So, was jetzt nun das Fazit aus der ganzen Geschichte? Aus meiner Sicht beste Möglichkeit, Kombination zwischen Online-Marketing und Network-Marketing. Wenn du startest, achte einfach darauf, dass du ein gutes Selbst- und Zeitmanagement hast, ja, dass du die Zeit, die dir zur Verfügung steht, dass du die auch tatsächlich für die Dinge tust, die dir dann auch Geld einbringen. Versuch nicht alles selbst machen zu wollen. Denk drüber nach, was dir Einkommen bringt, welche Aktivitäten du unbedingt selbst machen musst und welche du eben an andere auslagern kannst. Versuche beziehungsweise vermeide Aufschieberitis, unterliegt nicht dem Fehler, dass du gar nicht startest, ja, oder nie wirklich anfängst zu starten. Ja, ich merke das oft zum Beispiel bei Frauen, ist es oft so, die sind immer der Meinung, sie müssen noch die Ausbildung machen oder jene Qualifikation haben, das Buch noch lesen, den Kurs noch durcharbeiten, um genug zu wissen, um dann das Ganze umsetzen zu können. Mein Rat ist immer, immer erst starten. Ja, und dann immer weiter optimieren. Versuch die Ablenkung zu vermeiden, ja, und dich wirklich voll und ganz auf das zu konzentrieren, was dir dann Einkommen bringt. Denk über deine Positionierung nach, ja, klär für dich die Frage, wie du im Markt wahrgenommen werden willst, welchen Nutzen du bringst, welches Problem du am besten lösen kannst, wer ist dein optimaler Kunde, welchen Menschen kannst du am besten helfen. Und sorge dafür, dass du den Hauptanteil deiner Zeit für Marketing und Verkauf verwendest, dass du auch hier regelmäßig genügend neue Kunden für dein Unternehmen gewinnst. Und genau, wer sein Leben halt einfach selbstbestimmt dann halt auch leben möchte, der muss halt früher oder später, ich sag mal, aus dem Hamsterrad so ein bisschen ausbrechen und neue Wege gehen. Und Selbstständigkeit, Unternehmertum, das bietet viele Freiheiten, Möglichkeiten und Chancen. Aber man darf auch nie vergessen, die Selbstständigkeit beinhaltet aber auch Risiken. Du bist halt für dich und dein Leben, für dein Einkommen selbst verantwortlich und trägst halt auch die volle Verantwortung dafür. Und deswegen sollte auch dieser Schritt dann immer gut überlegt sein, das Ganze gut überdenken. Und wenn möglich, starte im Nebenberuf. Diese Möglichkeit hast du im Network Marketing und wenn du es kombinierst mit Online Marketing, ist es umso besser. So baust du dir neben deinem Hauptjob, ja, ich sag mal, ein zweites Standbein auf. Und wenn das Einkommen da so groß ist, dass du für dich sagen kannst, okay, jetzt kann ich den Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen, dann hast du aus meiner Sicht hier auch alles richtig gemacht. Okay, wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Wie gesagt, weitere Infos habe ich dir unterhalb des Videos jetzt hier zusammengestellt. Ich freue mich, wenn ich dir weiterhelfen konnte. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.